Favre will wohl nicht zum BVB. Lucien Favre wird als möglicher Nachfolger von Thomas Tuchel gehandelt. Laut Kicker bemühe sich der BVB zum zweiten Mal um den früheren Gladbacher Coach, doch der BVB bekommt Konkurrenz. Wie die WAZ berichtete, favorisiert Favre den Trainerposten beim AS Monaco. Derzeit ist Favre in Nizza unter Vertrag. Khedira gibt Entwarnung. Sami Khedira wird für Juventus Turin beim Champions-League-Finale auf dem Platz stehen können. Khedira wurde gegen den AS Monaco bereits nach 10 Minuten aufgrund einer Muskelblessur ausgewechselt. Über die sozialen Netzwerke teilte der verletzte 30-Jährige mit, dass es gute Nachrichten gebe und es nichts Ernstes sei. Schmadtke bleibt in Köln. Sportchef Jörg Schmadtke bleibt dem 1. FC Köln offenbar treu. Laut mehreren Medienberichten verlängert der 53-Jährige, der seit 2013 bei den Kölnern arbeitet, seinen Vertrag bis 2023. Sein Gehalt soll angeblich auf 2 Millionen Euro angehoben werden.